Gnade und Friede von unserem guten Hirten Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder von unserer Seelsorgeeinheit Göttingen, zusammen mit Herrn Pfarrer Kotz und Schwester Pia, mit unserem Lektor und Ministranten Johannes Schwarz und mit dem Ehepaar Glenz, unseren Musicis, grüße ich Sie herzlich heute am vierten Sonntag der Osterzeit hier aus unserer Pfarrkirche in Mendingen. Oder sollte ich lieber sagen, aus Hollidingen, nach diesem sehr gelungenen Maischerz, der übrigens nicht von uns Pfarrern ist, hat sich ja dieser Name jetzt fast schon eingebürgert. Und wenn wir Hollidingen sind, dann sollten wir vielleicht auch die Mülheimer Straße umbenennen in Hollidingen Boulevard und dort einen Walk of Fame, errichten mit Sternen und Namen von all den vielen Menschen, die in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Zeit auch Besonderes, Heldenhaftes geleistet haben. Ja, liebe Schwestern und Brüder, auch wenn wir schon Licht am Ende des Pandemietunnels sehen, wir sind noch lange nicht über dem Berg und es wird uns auch in Zukunft noch einiges zugemutet werden. Auch wenn es einige Lockerungen gibt, auch ab nächsten Sonntag sind dann wieder unter starken Einschränkungen öffentliche Gottesdienste möglich, werden wir die Corona-Pandemie nicht so schnell überwinden. Kopf hoch, Matthias, sagte zu mir immer mein alter Heimatpfarrer, als ich ein kleiner Ministrant war. Und bis zum heutigen Tag neige ich dazu, das Haupt im wahrsten Sinne des Wortes auch zu neigen, nach vorne einzuknicken. Kopf hoch, das möchte ich heute aber allen sagen, uns allen im übertragenen Sinne, dass wir geduldig und zuversichtlich miteinander diese Zeit durchstehen, dass wir miteinander in Solidarität diese Zeit durchgehen. Und liebe Schwestern und Brüder, wer hilft uns dazu, dass wir den Kopf hochhalten können? Niemand anderer als der gute Hirte, auf den wir hören dürfen, der da ist, dessen Hirtensonntag wir heute feiern. Und wir haben ihn ganz bildhaft hier vor Augen. Aus unserem reichhaltigen Magazin haben wir eine Statue aus dem 19. Jahrhundert hier vorne aufgestellt. Jesus, unser guter Hirte, und ihn wollen wir jetzt in Kyrie an. Thank you.
Thank you.
eine bildhafte, klare Sprache, die den Menschen vertraut ist. Dieses Bild vom guten Hirten ist ein urchristliches Motiv. Wenn wir nach Rom gehen, in den verschiedensten Katakomben, sehen wir Darstellungen von einem bartlosen Jüngling, der ein Schaf auf der Schulter hat, der als guter Hirte dargestellt ist. Ja, dieses Bild ist tief verwurzelt in der Antike. Bei Vergil finden wir es beispielsweise schon und auch schon im antiken Rom. Es war ja eine Millionenstadt, 1 Million Einwohner hat sich schon so etwas entwickelt wie eine Landromantik. Man ist gerne hinausgefahren aufs Land, hat bukolisch gelebt, hat sich erholt und da war diese Hirtenromantik etwas sehr Wertvolles. Und die Christen haben dieses Bild gerne übernommen, nicht nur, weil sie sich dadurch auch tarnen konnten in den Katakomben. Der Hirtengott Pan wurde ähnlich dargestellt, sondern die Christen haben dieses Bild vom guten Hirten deshalb verwendet, weil es urchristliche Verkündigung ist. Wir haben eben den Psalm miteinander gesungen und gehört, den Psalm 23 aus der Bibel oder im Buch Jeremia wird dieses Hirtenbild ja auch aufgegriffen. Der gute Hirte, der die Schafe führt zum Ruheplatz am Wasser. Der gute Hirte, der gute Weideweis, der gute Hirte, der letztlich den Menschen ins Paradies führt. Und das ist kein anderer als Jesus Christus, liebe Schwestern und Brüder. Aber haben wir nicht Probleme, dieses Bild zu verstehen? So ähnlich wie es eben im Evangelium hieß, sie verstanden nicht, was er sagte. Trotz der klaren, der einfachen, der bildhaften Sprache wehrt sich in uns etwas gegen dieses Bild vom guten Hirten. Was ist das, liebe Schwestern und Brüder? Vielleicht diese süßliche Romantik der Nazarenerzeit, ähnlich wie unsere Figur des 19. Jahrhunderts, die Bilder in den Schlafzimmern von früher, wo Jesus dargestellt ist als der romantische, gute Hirte. Oder ist es, dass wir nicht diesen Hintergrund haben? Wir sind heute nicht mehr agrarisch geprägt, wie die Zuhörer zur Zeit Jesu. Da war sozusagen jedem bewusst, was ein Hirte ist. Man hatte selber Schafe. Die Herkunft des Volkes Israel ist ja aus der Nomadenzeit. Also diese Verwurzelung, dieser Sitz im Leben, da fehlt uns heute vielleicht, dass wir dieses Hirtenbild verstehen. Und es ist auch noch etwas anderes. Wir wehren uns dagegen, dass es den guten Hirten gibt und wir alle sind nur dumme Schafe gleichsam. Also, dass man aus diesem Hirtenbild ein Organigramm herauszieht für die Kirche. Oben ist die Hierarchie, da sind die Hirten, da ist der Papst, da sind die Bischöfe, dann kommen die Pfarrer und alle, die da in den Bänken sind, das sind sozusagen die Schafe, die mit dem Stock geführt werden und wenn sie nicht wollen, dann wendet man eben etwas Gewalt an. Dieses Kirchenbild, das schwingt bei uns natürlich auch mit. Obwohl wir heute eine perfekte Organisation haben in der Kirche und viele Organigramms haben und die Geschäftszeichen angeben müssen, wir arbeiten ja fast schon wie eine gut durchorganisierte Firma, da wollen wir trotzdem nicht dieses Bild vom guten Hirten haben. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen all diesen Firnis, diese Rußschicht wegnehmen vom Bild des guten Hirten, um zum eigentlichen Kern dessen zu kommen, was Jesus Christus uns sagen möchte. Diese Störfaktoren beiseite schieben. Wir müssen dieses Bild, liebe Schwestern und Brüder, vom guten Hirten sehr christozentrisch verstehen. Also ganz auf Jesus Christus bezogen. Und im Johannesevangelium haben wir ja eine wunderbare Umschreibung all dessen, was der Auftrag, was das Wesen Jesu Christi ist. Diese 7 Ich-Bin-Worte, ähnlich wie Jahwe, ich bin, der Ich bin da, verwendet Jesus ja diese Worte, um zu umschreiben, was sein Auftrag, was sein Wesen ist. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht für die Welt, ich bin die Tür, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin der Weinstock. Das ist einzigartige Weltliteratur, Worte, die es bis dato noch nie so gegeben hat und die Jesus ausspricht. Und gleichsam, diese Ich-Bin-Worte, die kulminieren, die werden zusammengefügt in diesem großen Wort, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, liebe Schwestern und Brüder. Christozentrisch. Ja, die Dreifaltigkeit Gottes,
Das Wesen Gottes ist die Gemeinschaft. Gott lebt in unendlicher Gemeinschaft. Und der Sohn tritt heraus aus dieser Gemeinschaft. Das Wort wird Fleisch. Der gute Hirte kommt in diese Welt, um die Seinen zu suchen, zu finden, zu sammeln, um sie zu führen. Er verlässt sozusagen das Haus des Vaters, um uns allen eine gute Weide zu schenken. Und ist das nicht die tiefste Sehnsucht in uns Menschen? Die Sehnsucht nach Vollkommenheit, die Sehnsucht nach Glück, die Sehnsucht nach Vollendung, die Sehnsucht, im Bild gesprochen, diese lebendigen Wasser zu erreichen, diese grünen Auen zu erreichen, liebe Schwestern und Brüder. Sind wir nicht alle gebrochene Menschen und spüren, dass in allem, dass im Hier und Jetzt, in allem, was um uns ist, eben nicht genug ist? Dieser Durst nach Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Und liebe Schwestern und Brüder, da kommt dieser gute Hirte und führt uns in die Geborgenheit Gottes hinein. Und wir dürfen diesen guten Hirten vertrauen. Und ich sage immer, in uns Menschen gibt es nur diese Sehnsucht nach Ganzheit und Vollendung, weil es eben Vollendung und Ganzheit gibt. Wir alle tragen in uns sozusagen den göttlichen Funken, der zurückkehren will ins Haus des Vaters, der geborgen sein will beim Feuer und im Feuer Gottes, liebe Schwestern und Brüder, wenn man ein anderes Bild verwenden möchte. Jesus Christus ist dieser gute Hirte. Er nimmt uns und geleitet uns. Und wenn wir dieses Gottesbild haben, nicht eine Darstellung von Christus als den Richter, nicht eine Darstellung von einem zornigen und einem Gott, der Opfer will, wenn wir dieses Bild von Gott haben, der unser Hirte ist, der uns führt und leitet, dann haben wir das Wesen Gottes begriffen, von dem das Johannesevangelium einfach sagt, Gott ist die Liebe. Natürlich hat Gott auch andere Züge, das wissen wir. Wir dürfen nicht einseitig romantisch sein. Gott fordert uns Menschen auch. Die Nachfolge Christi ist auch etwas Forderndes. Aber im letzten Kern dürfen wir eben dieser Geborgenheit Gottes vertrauen und dürfen unserer Sehnsucht nachgeben, dass wir Vollendung finden werden. Doch, liebe Schwestern und Brüder, wie kommen wir zu diesem guten Hirten Jesus Christus? Wie können wir sozusagen ihm begegnen? Das ist für uns heutige Menschen ja immer das große Problem. All diese bildhaften, klaren Worte, die sind schnell gesagt. All die großen Begriffe von Geborgenheit und Glück, die flutschen uns schnell über die Lippen. Und auch wir Prediger verwenden ja manchmal einfach Worte, die so da stehen bleiben. Wie und wo begegnet mir dieser Christus? Das ist doch die Not von uns heutigen Menschen. Wo finde ich ihn denn? Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht geht es Ihnen manchmal auch so, wenn Sie jemand anruft und nicht den Namen sagt, dass wir die Stimme gar nicht erkennen können. Das ist manchmal ganz schön schwierig, wenn wir jetzt nicht wissen, wer ruft uns denn da eigentlich an. Und es wird noch schwieriger, wenn wir diese Stimme schon längere Zeit nicht mehr gehört haben. Und so ähnlich ist das mit der Stimme des guten Hirten. Meine Schafe, die kennen meine Stimme. Ja, im alten Israel war es so, dass abends die Schafherden zusammengetrieben wurden, die Hirten saßen am Feuer und morgens hat jeder Hirte anders gepfiffen oder gerufen und die Schafe wussten, wohin sie gehen mussten. Da brauchte man keinen Zaun, keine Markierung, keine GPS sozusagen Sender in den Schafen, sondern die haben schon gewusst, wo sie hingehören. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Und liebe Schwestern und Brüder, so geht es uns auch. Wir können die Stimme des guten Hirten nicht einfach so vernehmen. Ja, wo ist denn dieser Jesus? Wie komme ich denn zu ihm? Sondern wir müssen sozusagen eine Gemeinschaft mit ihm pflegen. Halte sozusagen Verbindung mit Jesus Christus und er hält Verbindung mit dir. Wir müssen versuchen, aus den vielen Stimmen unserer heutigen Welt, aus den vielen Hirtenangeboten, die es da gibt. Ich habe neulich den Satz gelesen, die meisten Hirten unserer Zeit interessieren sich eben nur für die Wolle oder für das Fleisch der Schafe. Ja, es gibt viele, die falsche Hirten sind, denen es nicht um die Menschen geht, sondern nur
um eine Ausbeutung ihrer Herde. Nein, aus diesen vielen falschen Hirtenstimmen müssen wir die Stimme des guten Hirten herausfiltern. Und das braucht eben auch von unserer Seite her Aktivität. Wir müssen uns mühen, diese Stimme Jesu zu hören, indem wir vielleicht uns Zeit nehmen und beten. Und beten ist zunächst einmal vielleicht ein Hören auf Gott, gar keine so riesengroße Gebetsleistung. Die Stimme des Herrn können wir hören, indem wir vielleicht mal ein biblisches Evangelium hernehmen und darüber meditieren. Da passiert etwas mit uns, liebe Schwestern und Brüder. Probieren Sie es aus, Sie werden es merken. Und die Stimme des Herrn und des guten Hirten vernehmen wir vor allem in seinen Sakramenten, die er uns geschenkt hat, in der Eucharistie. Darum ist es ja so schmerzlich, dass wir jetzt nur in dieser Distanz feiern konnten, auch wenn, wie gesagt, schon Licht am Ende des Tunnels ist. Ab der nächsten Woche wird es noch kompliziert bleiben, bis wir wieder so feiern können, wie wir das gewohnt sind. Aber in den Sakramenten, da dürfen wir unseren guten Hirten verspüren. Wir brauchen einen Sensus. Wir brauchen sozusagen eine Sensibilität für die Stimme des guten Hirten. Liebe Schwestern und Brüder, dieser gute Hirte-Sonntag, der führt uns direkt in das Zentrum unseres Glaubens, den Gott Jesu Christi, der nicht bei sich blieb, geschlossen in seinem System, sondern der Mensch geworden ist, der gute Hirte geworden ist, um uns alle an einem Ruheplatz am Wasser zu führen. Amen. Mensch geworden. Amen.
erstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Dem Heiligen Geist heute,
alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass du dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, der Sieger über Sünde und Tod, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Thank you.
auferstanden ist der gute Hirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja. Lasset uns bitten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten und guten Sonntag, den ersten Sonntag im Mai. Schön den Maialtar gerichtet hier auf der linken Seite. Leider können heute auch die Maiernacht nicht stattfinden an der Notgrotte, die wir gehalten hätten, zusammen mit unserer Musikkapelle und den Kommunionkindern. Wie gesagt, ab der kommenden Woche sind wieder öffentliche Gottesdienste möglich. Ab dem kommenden Sonntag werden wir das ganz konkret dann einführen wieder. Allerdings gibt es sehr strenge Auflagen hygienischer Art. Man muss den Abstand halten, man muss sich vorher anmelden zum Gottesdienst, man braucht Ordner und. Also sehr viele komplexe und komplizierte Vorgaben. Und in dieser Woche werden wir dann ein Konzept entwerfen und Ihnen dann auch via YouTube mitteilen und dann natürlich auch in der Zeitung hoffentlich einen Artikel bringen können. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen einen gesegneten und guten Sonntag. Wir bleiben in Verbindung und wie gesagt, ab dem kommenden Sonntag können wir dann auch wirklich wieder, wenn auch mit vielen Einschränkungen, Gottesdienst feiern. Bitten wir Gott um seinen Beistand und seinen Segen in der Form des Wettersegens. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitzhagel und jedes Unheil von euch. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und die Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr Land
sei.